Heute besprechen wir 5 Tipps, wie du mehr Disziplin beim Lernen aufbauen kannst. Na Leute, wie hat euch das Motivationsvideo von gestern gefallen? Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt es rechts oben in der Ecke abchecken. Aber die eine Kernmessage, die von diesem Video übrig geblieben sein soll, ist, dass Motivation einfach dich langfristig nicht weiterbringt. Denn Motivation ist nur ein Gefühl, was mal da ist, mal nicht da ist, und dann willst du immer dieses positive Gefühl, um etwas dann zu tun, und wenn dieses Gefühl mal nicht da ist, machst du es auch nicht. Hingegen aber Disziplin ist eine Eigenschaft von dir, die du dir aufbauen kannst, und sobald du diese Eigenschaft in dir selbst verkörperst, ist sie immer da. Und deswegen besprechen wir heute, wie du diese Disziplin extrem aufbaust. Erstens, sei zutiefst überzeugt. Wovon zutiefst überzeugt? Von 2 Dingen. Erstens, dass du diese Sache, die du dir vorgenommen hast, beispielsweise in den meisten Fällen von euch wahrscheinlich einfach euer Traumabiturschnitt, dass ihr den erreichen könnt. Und zweitens, dass all der Aufwand, den ihr eingehen müsst, um dieses Ziel zu erreichen, dass es wert ist. Denn no bullshit, es wird verdammt hart werden. Es kann so verdammt hart werden. Vor allem, wenn du dir ein extrem ambitioniertes Ziel gesetzt hast, dann wird der Weg dorthin hart werden. Ich habe selbst so ab Anfang der 12. Klasse habe ich richtig krass angefangen, mir brutale Routinen einzurichten, wirklich krass an mir zu arbeiten. Damit meine ich nicht so, ja, ich versuche mal ein bisschen ein besseres Leben zu führen, sondern wirklich volle Kanne. Das hat so weit geführt, dass ich irgendwann abends, ich wollte jeden Abend, obwohl ich in der Früh schon 30 Minuten meditiert hatte, wollte ich jeden Abend nochmal eine halbe Stunde meditieren. Und ich war, dadurch, dass ich tagsüber schon so viel gemacht habe, so viel meine Willenskraft in meine Sachen reingesteckt habe, war ich da teilweise, es gab einen ganz entscheidenden Moment, der mich bis heute prägt. Da saß ich so da und war fertig mit der Welt. Ich war einfach fertig. Ich wollte nur schlafen. Ich wollte mich einfach nur hinlegen, weil ich so fertig war. Und ich habe mir gesagt, nein, ich ziehe meine Meditationsroutine durch. No matter what. Und ich saß da. Ich saß da und ich hätte alles dafür getan. Ich bin fast schon vom Stuhl gefallen. Ich konnte nicht mal mehr meinen Rücken aufrecht halten, was ja einer der wichtigsten Punkte bei der Meditation ist. Und ich saß immer nur so da, mit Augen zu und bin immer wie so eingeknickt. Ich so, nein, Leo, halt einfach deinen Rücken gerade. Ich so, ich kann mich nichts mehr konzentrieren, ich pack's nicht mehr. Ich war ein richtig so ein Battle mit mir selbst. Ihr kennt das bestimmt und selbst auch. Und irgendwann, im Laufe dieser 30 Minuten, war es wirklich so, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und schlussendlich mit dem Kopf über auf meiner Bettkante lag. Aber ich habe mir gesagt, egal was hier passiert, selbst wenn du nicht mehr richtig meditierst, du ziehst diese Gewohnheit durch und bleibst 30 Minuten mit deinem Arsch auf diesem Stuhl sitzen. Und wenn du halb einpennst, wenn du mit der Hälfte deines Körpers schon im Bett liegst, es ist mir scheißegal, du bleibst mit deinem Arsch da sitzen. Und diese Sache hat mich so krass geprägt und ist auch einer der entscheidendsten Punkte, warum ich heute immer noch so unfassbar diszipliniert bin. Denn ihr werdet solche Momente erleben. Wenn ihr es wirklich hardcore macht, werdet ihr solche Momente erleben. Und dann, genau dann, wenn du quasi Rock Bottom hittest, dann ist die Frage, glaubst du dann tief in dir drin, nicht so ein, oh, ich bin motiviert und ja, yeah, ich will das machen, sondern tief in dir drinnen, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Auch wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und zweitens, glaubst du dann noch daran, auch wenn dein ganzer Kopf dir sagt, nein, lass mal chilliger machen, lass mal was anderes machen, vielleicht soll ich mein Ziel doch ein bisschen niedriger ansetzen. Wenn dein gesamter Kopf, ich sag nicht irgendein Zweifel im Hinterkopf, dein gesamter Kopf, dein gesamtes System dir sagt, nein Mann, glaubst du dann trotzdem noch, dass es es wert ist? Wenn du diese 2 Sachen hast, dann hast du wirklich die Basis, die richtige Grundlage für extreme Disziplin gesetzt. Zweitens, belohne dich nicht. Belohne dich nicht. Es ist ja immer wieder, es wird immer wieder gesagt, ja, oh, mach das einfach so. Du lernst 30 Minuten und dann darfst du an dein Handy gehen. Lern 90 Minuten und dann belohne dich mit einem Stück Eis. Whatever, das hört man so oft. Aber wie gesagt, dieses Video ist nicht dafür da, oh, wie lerne ich ein bisschen besser, sondern das ist extreme Disziplin. Und wenn du die aufbauen willst, dann solltest du dich nicht nach der Lerneinheit oder was auch immer belohnen.
Denn dieser ganze Gedanke von, ich belohne mich, nachdem ich gelernt habe, nachdem ich diszipliniert war, ist einfach in der Psychologie operantes Konditionieren. Das bedeutet einfach, man macht irgendeine Sache, die für jemanden nicht so angenehm ist und verknüpft die mit was Positivem und dadurch wird er das immer wieder machen. Und das funktioniert bei Ratten unfassbar gut, die gehen sogar drauf, weil sie die ganze Zeit so oft auf den Button drücken, der eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat, weil sie dafür immer wieder Dopaminkicks bekommen, dass sie nicht mal mehr essen. Aber das ist ja nicht dein Ziel, weil wenn du immer wieder was brauchst, um zu lernen, das schafft ja nur noch mehr diesen Eindruck in dir, okay, hier ist was, was mir keinen Spaß macht, und wenn ich das aber trotzdem schaffe, dann bekomme ich was, was mir Spaß macht. Und im Prinzip die Sachen, die dich nicht weiterbringen, sind in deinem Kopf immer als die Positiven abgespeichert und die Sachen, die dich weiterbringen, als das Negative, wofür du eine Belohnung brauchst, um sie überhaupt zu machen. Es ist doch viel geiler, wenn die Sachen, die dich weiterbringen, schon das Positive sind. Das bedeutet, belohne dich nicht, sondern es muss dir genug Freude machen, diszipliniert zu sein. Und das ist der nächste Punkt. Drittens, liebe es, diszipliniert zu sein. Da fettes Shoutout an meinen Buddy Claudio, den ihr in der letzten Episode von Leos Live am Samstag schon gesehen habt. Er sagt, sein Statement ist quasi, ich bin euphorisch darin, diszipliniert Ziele zu erreichen. Und das klingt im ersten Moment natürlich als Satz mega cool, aber vor allem auch wenn du länger darüber nachdenkst, da steckt so eine Power in diesem Satz. Denn wenn du es eben schaffst, nicht irgendeine Belohnung zu brauchen, um zu lernen, sondern im Lernen, im Diszipliniertsein so ein geiles Gefühl empfindet, du bist sozusagen euphorisch drin, denkst, boah, fuck, ich bin gerade diszipliniert. Wenn du das schaffst, dann verknüpfst du die Sache, die du eigentlich machen möchtest, das Diszipliniertsein, automatisch mit einem positiven Gefühl. Und es ist quasi diese Endlosschlaufe der operanten Konditionierung aus der Psychologie, nur ohne eine externe Belohnung, sondern das Lernen in sich selbst ist schon deine Belohnung. Und so wirst du einfach nur richtig krass abgehen. Viertens, glaube nicht an Willenskraft. Wenn es um Disziplin geht, ist ja der Begriff Willenskraft nicht weit. Und Willenskraft gibt es auch definitiv, das ist in vielen Studien nachgewiesen. Nur, es bringt dir selbst nichts, wenn du an Willenskraft glaubst. Weil wenn du die ganze Zeit wirklich an Willenskraft glaubst, im Sinne von meine Menge an Willen, die ich pro Tag aufwenden kann, und wenn das leer ist, ist das leer, kann ich nichts mehr machen. Das ist so zu 100% auch nicht korrekt, aber es hat eben schon eine gewisse Wahrheit. Nur wenn du wirklich denkst, okay, das ist so und so und du dann mal nicht mehr weiterkommst und das Gefühl hast, du bist jetzt am Ende, dann denkst du sofort, aha, jetzt habe ich ja den unteren Punkt von meiner Kanister an Willenskraft für den Tag aufgebaut. Jetzt kann ich heute nicht mehr produktiv sein. Und das ist einfach Schwachsinn. Denn selbst wenn es so wäre und es einfach nur vollkommener Placebo-Effekt ist, der Placebo-Effekt macht beispielsweise in der Medizin oft bei manchen Medikamenten bis zu 50% der gesamten Wirkung aus. Das bedeutet, hör einfach auf daran zu denken, ah ja, ich habe so und so begrenzte Willenskraft oder ich muss immer Willenskraft eintauschen, damit ich dann die Sache mache, die anstrengend ist. Sondern sag dir einfach, auch in Kombination mit dem vorherigen Tipp, hey, ich habe so viel Bock daran, diszipliniert zu sein, ich könnte das den ganzen Tag machen. Und jetzt als abschließender Punkt noch eine Sache, die immer, immer, immer vernachlässigt wird und fast nie besprochen wird. Und zwar fünftens, installiere Regenerationsgewohnheiten. Das bedeutet, bei all dem geilen Shit, den ich dir jetzt bisher gesagt habe, der wirklich hardcore, bam, macht das boom, boom, boom. Und das ist alles super wichtig. Aber selbst wenn du all diese Sachen richtig krass mit dem starken Warum dahinter, dem heftigen Ziel durchziehst, auch dann ist ganz normal, wir müssen trotzdem auf unseren Körper hören und auch unser Gehirn, es hat nicht keine unbegrenzte Kapazität. Du wirst immer mal wieder einfach an den Punkt kommen, wo du auch eine Pause machen solltest. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei aller Motivation und bei allem, ich bin jetzt diszipliniert, du wirst Momente antreffen, wo es auch gut ist, dass du eine Pause machst und dich nicht noch weiter pusht. Das Entscheidende ist dann nur, dass du in diesen Pausen nicht einfach sagst, ah ja, das ist eine Pause, kann ich ja machen, was ich will. Und dann gehst du an dein Handy, chillst 2 Stunden auf Instagram und dein Kopf ist danach eigentlich nur matschiger, als er davor war. Sondern überleg dir ganz bewusst, was kann ich tun, um möglichst gut wieder zu refreshen. Das war für mich irgendwann eine der entscheidendsten Fragen, weil ich dachte mir, okay, willenskrafttechnisch, disziplintechnisch bin ich jetzt einfach an einem bestimmten Punkt. Der könnte höher, niedriger sein, aber ich bin jetzt an einem Punkt. Und ich kann jetzt immer nur meine ganze Disziplin nutzen,
bis ich den Punkt hit, wo ich nicht mehr weitermachen kann. Und dann brauche ich wieder Regeneration. Und dann kann ich wieder noch weiter pushen mit ein bisschen mehr. Und dann habe ich irgendwann gerafft, ha, dann geht es ja nur darum, unabhängig davon, wo du gerade bist, weil du stehst an dem Zeitpunkt, wo du bist, geht es ja nur darum, wie kann ich möglichst schnell resetten, um dann ein bisschen mehr durch das Training halt, ein bisschen mehr Windkraft zu haben, den Durchlauf wieder zu machen und dann wieder möglichst schnell zu resetten. Deswegen, wie schaffst du es, dich möglichst schnell wieder vom Kopf her frisch zu bekommen? Überleg dir da wirklich eine ernsthafte Sache. Das ist super, super entscheidend. Beispielsweise ist das in den meisten Fällen von euch vielleicht einfach was mit Freunden machen. Ist vielleicht allerdings nicht so einfach, das zwischendrin auch mal zwischen den Lerneinheiten oder innerhalb der Lerneinheit einzubauen. Frische Luft und Bewegung sind da die zwei ganz entscheidenden Punkte. Einfach mal ans Fenster gehen, vielleicht kurzer Spaziergang, kurz ein bisschen im Zimmer springen, kann schon richtig viel unterscheiden. Oder auch ein Powernap. Vielleicht muss es noch nicht mal 23 Minuten sein oder wie man das im Idealfall so machen sollte. Ich beispielsweise, als ich richtig hardcore diese eine Woche für meine Psychologieprüfung gelernt habe, da habe ich beispielsweise einfach nur so gemacht, ich habe mich in mein Bett gelegt, habe keine Decke drüber, weil das verbindest du sofort mit Schlafen, sondern ich habe die Decke einfach nur so über meinen Kopf drüber, dass ich im Prinzip nicht mal die Augen zumachen musste, um Dunkelheit zu haben. Das bedeutet, ich habe die Augen offen gelassen, weil sogar das für mich zu anstrengend war, weil ich echt am Maximum war. Ich habe einfach die Decke darüber und habe einfach 2, 3, 4, 5 Minuten gechillt. Und wenn du dann auch gar nicht über was nachdenkst oder versuchst, den Stoff nochmal zu verstehen oder am Handy hängst, sondern wirklich einfach nur relax. Das machen wir fast nie. Und auch kein, ich meditiere jetzt, sondern einfach nur relaxen. Nichts machen. Du lässt die Augen offen und trotzdem hast du keine Sachen, die von außen auf dich einströmen. Du kannst maximal regenerieren. Dann bist du so schnell wieder fit, das glaubst du gar nicht. Und da bist du, wenn du 5 Minuten das machst, 1000-mal besser danach am Start, als wenn du 2 Stunden irgendwas in deiner Pause machst und beispielsweise auf Instagram rumchillst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß und Euphorie beim Durchziehen. Und ich wollte mich auch unbedingt noch bedanken, weil ich immer wieder Instagram-Nachrichten von euch bekomme, wo ihr mir Screenshots schickt, wie ihr mich in irgendwelche WhatsApp-Gruppen teilt und meine Videos. Das bedeutet mir so, so viel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten denkt vor allem auch bei diesem ganzen Disziplinaufbau an eine Sache. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.